Willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Nochmal mit dem eigenen Deck, nochmal Spiral. Wieso sieht der Ton standardmäßig aus? Schön, dass mir reingedrückt wird, dass ich endlich mal picken soll, aber der Gegner selber noch nichts genommen. Danke. Oh, der will wohl nicht anfangen. Also dafür, dass 10 Handtraps im Deck sind, sind wir echt gut darin, keine davon zu ziehen. Wir haben Struggling Battle. Ja. Ist richtig. Wir können mal für einen Bon for One gehen, einfach hoffen, dass er keine Handtrap hat. Sehen wir ja Lass uns gleich. für Bon for One gehen. Dann zeig uns doch mal, was du spielst. Der kriegt den Den Spirit, würde ich mal Gofu sagen. sieht er nicht. Nee, der kriegt den Spirit. Okay. So, dann darf Struggling Battle ja eh aus der Hand aktivieren können. Ja, dann haben wir mal eine Rota, einen Super Agent, dann können wir den normalen, dann können wir. Special, meinst du? Ja, wir können ihn auch specialen. Es macht keinen Unterschied. Bei Wobei dem ist. specialen ist besser. Wir wissen, dass er ein Monster auf der Hand hat. Er auf oben hat. Ja. Surprise. Surprise. So, dann geht jetzt gleich die Helix nicht durch. Und dann passt das. Sehen wir ja gleich. Er konnte was machen. Effekt Ogre weiter? ist Fragezeichen. egal. Also wir wissen, dass er ein Monster hat. So. Ogre hat aber eben nicht kommen. Okay. Dann jetzt Okay, dann haben wir mal Masterplan. einen Masterplan hier. Ja, bitte specialen. Für Resort? die Trap. Actually, Resort kann man gar nicht holen damit. Ja. Ja, wobei, wenn wir Struggling Battle. Quatsch, Für die Trap. wir holen jetzt hier den ganzen Scheiß, also von daher. Immer noch, wir haben hier noch Belongings und können damit den Assault reinlegen, Ja. von daher. Jetzt müssen wir kurz überlegen, wie das Ja, weitergeht. erstmal Belongings und, das, und da, den Assault reinlegen, oder? Nee. Belongings und Rescue reinlegen. Okay. Oder? Ja, Belongings und Rescue reinlegen. Okay. Dann Rescue Banishen für Quick Fix. Ah ja, den Effekt hast du ja auch noch gehabt. Ja, das ist die Idee. So, Quickfix. Dann geht Quick Fix mal was suchen. Auto? Oder Resort? Nee, Auto, weil. Oder? Schwierig, aber wir können eh noch was machen. Dann bauen wir. Dann können wir einen. Wir könnten jetzt einen Warlord oder einen Firewall bauen. Es kommt darauf an, wie lange das jetzt noch Ja, wenn wir weitergeht. Trigate Wizard rauskriegen, dann Wir können jetzt auch erstmal Firewall. einen Proxy Dragon bauen. Ich glaube, das macht am meisten Sinn. Ja, es geht auch. Wobei, Beziehungsweise. wenn wir. Wir könnten Nee, auch. wir bauen den Gaia, weil der hat keinen Effekt. Ja, aber das ist ein Link 3er. Echt? Oh. Dann, never mind. Dann bauen wir einen. Dann bauen wir den. Die. Die dürfte gar Nee, nicht gehen. die bringt uns gerade auch nichts hin. Ja doch, die zwei hier. Spellcaster und Maschine. Erde, Finsternis. Different types and Ja. attribute. Achso, das ist dann das Finsternis. Ja, dann können Ja, wir die bauen. machen wir die. Dann. Ja. Dann haben wir den Proxy Dragon noch, wenn wir den brauchen. Dann können wir mal ein Resort und einen Sleeper suchen. Du. Und das Resort aktivieren wir auch gleich oder machen wir erst noch was anderes Ja, noch? Ja doch. Resort aktivieren für Last Resort, oder? Nee, noch nicht für Last Resort, sorry.
Wir haben ein paar Sachen noch zur Auswahl. Also, no wir haben noch Normal Summon, denk dran. Ja, dann suchen wir einfach einen Tough, weil den haben wir noch nicht. Dann können wir jetzt. Wir können keinen Warlord so bauen, der braucht drei Materialien. Fireball können wir bauen. Also was wir jetzt machen könnten, wäre den Quickfix zurückholen, indem wir eine abschmeißen, also sprich die Rescue abschmeißen. Dann Dann damit das Last Resort mit dem suchen. Auto, genau, damit das Last Resort suchen, dann mit dem Auto die Drohne zurückholen und dann die Princess Bride bauen. Ja, das klingt nach einem Plan. Ja, dann machen wir das. So. Nein, bitte nichts anketten. Ja. Nein, bitte nichts anketten. So, Last Resort. Dann Auto für Drohne. So, ja, das können wir auch zuerst machen. Warum sollte auch irgendwas davon once per turn sein? Na gut, Drohne brauchen wir nicht aktivieren, weil den Effekt, weil das kennen wir ja schon, was da oben liegt. Ja. Dann kann man eine Princess bauen. Princess Bride übrigens, nicht Princess Proud. Ja. Quickfix abhängen. Und mal gucken, was wir oben so Schönes liegen haben. Nein, bitte nichts anchainen. Oh, Gamma. Unlucky. Den hätten wir nicht aktivieren können, denn doch, wir haben ja Karten auf dem Feld. Ja gut, wir können jetzt den Quicklist nochmal zurückholen und dann mit denen hier einen Firewall Dragon bauen, der auf den hier ja gelinkt ist und damit aktiv ist. Ja, das war der Plan gewesen. Dann holen wir mal Quickfix zurück und schmeißen das Evenly Matched ab. Das zünden wir eh nicht mehr. Ja, oder wir holen den mit dem Rescue zurück. Nee, das Rescue will ich noch haben. Na Dass gut. wir noch einen Schuss drauf haben. Ja, stimmt. Und wie du schon gesagt hast, das Struggling Battle brauchen wir hier nicht mehr. Oder evenly matched. Nein, nichts anketten, bitte. So, ach ja, wir haben ja gar nichts mehr im Deck. So, Dann. dann Firewall. Da. Und dann noch einen Sleeper bauen. Mit Resort versteht sich. So, das Ja. Auto braucht Auto kann weg. Masterplan oder Drohnen auf jeden Fall mal weg. Oder Ja. Masterplan. Einfach Drohne beide. und Masterplan. Dann behalt bei den Agent, genau. Oder nee, Masterplan. Ja, ist egal. Und dann Last Resort runterklemmen und go. Haben immer noch nicht genommen, möchte ich kurz anmerken. Ja, ist richtig. Ja, wozu auch? Er braucht schon die Normal Summon. So, wir Dann haben haben wir jetzt. mal Go. Die Frage machen wir. Ja, doch, wir machen Resort einfach, damit der hier, der Sleeper geschützt ist. Ja, natürlich. Und zwar nehmen wir Gamma. mal den Gamma wieder Aber den rein. Agent wollen wir noch im Friedhof haben. So. Okay. Entweder jetzt ein Kaiju. Das ist kein Kaiju, aber das ist auch nicht schlecht. Das heißt, was zieht er jetzt nach? Drachenschrein Und den und Gofu. den Gofu, genau. Okay. Aber wir haben den Sleeper, also. Wobei, den Sleeper würde ich nicht auf Gofu abschießen wollen. Weil aus Gofu kann ja erstmal nur ein relativ harmloses Link-Monster kommen. Das ist alles noch okay. Wir haben noch einen Bounce und einen Schuss. Genau gesagt, einen Doppelschuss sogar, weil Sleeper ja bis zu zwei Targets erwischt. Interessantes Positioning, aber egal. So, mal gucken, was jetzt kommt. Links beider. Ist Die okay. kann keinen Blue Eyes holen, die kann nur 4 oder niedriger specialen. Und zwar nur normale Monster, da dürft ihr nichts von dem Deck haben. Ja, Blue Eyes ist ja ein normales Monster, aber halt nicht Stufe 4. Ja. Warum nicht einfach Proxy Jo, Dragon? ja, ganz klassisch. Warum nicht einfach Proxy Da Dragon? kann ich dir nicht sagen. Weil er auch noch andere Stufe 1 im Deck hat. Na und? Links weiter braucht nicht Stufe 1er. Links weiter braucht normales Monster. Link Kuriora Stufe 1er. Ja, stimmt. Deco Talker, der ist auch noch komplett okay. Ja. Ich denke, gut, der hat mehr Attacke als der Double Helix, aber scheiß drauf.
Der kann nur unser Resort wegschießen, ne? Wobei, wir können den doch jetzt mit dem Firewall Dragon den auch vom Friedhof auf die Hand zurückgeben, oder? Dann bleibt unser Resort auf dem Feld. Ja. Das wäre, glaube ich, sogar gut Müll. jetzt. Targetet er überhaupt? Ja. Ja, targetet er trotzdem. Ja, gut, dann. Ja. Nein, Kumpel. Oh, jetzt ist er wieder Ja, im gut, Friedhof. unlucky. Der hat echt zwei Ja. Trade-ins Startern gehabt. Wow. Ja, gut, aber das Doppeltrade und First and Life ist es normalerweise Standard, also das sollte jetzt nicht der Stress sein. Da kam der. K LOL! Warum auf Dude! den? Und dann auch noch in die Zonen vom Decode. Okay, gut, in die Zonen vom Decode-Talker, das macht Sinn, aber. Der hatte das Out für den Sleeper und Versemmels? Also wenn der jetzt. Okay, gut, nach zweimal Trading war das irgendwie abzusehen. Aber das lag doch nicht. Jetzt kann er den Sleeper wieder ziehen, aber der wird immer noch nicht zerstört. Ja, und ich meine, der hat nicht so viele Effekte, die nicht zerstören. Die meisten Effekte von dem crushen einfach. Also ich meine, gut zugegeben, Steeper jagt das Feld nicht hoch, wenn er durch den Kaiju rebootet wird, aber trotzdem, das war gerade irgendwie. Ich meine, der Firewall Dragon hatte seinen Effekt raus, der war kein Threat mehr oder so. So, was genau macht jetzt der Decode-Talker nochmal? Der kann einen Effekt annullieren, der ihn targetet. Aber erst, wenn er was an sich angelinkt hat. Ach, der muss kein eigenes Monster tributen. Okay, dann ist der Effekt sogar live. Aber wir dürfen ihn nur nicht targeten. Und ich meine, der kann ja auch nicht im Kampf zerstört werden, ne? Ja, genau. Eben, der geht nicht kaputt. Und der kann auch nicht getargetet werden durch Last Resort, übrigens. Ja. Weil du gesagt hast, Aber er jetzt kann kann. er das Last Resort wieder zielen. Ja. Aber erstmal muss er jetzt den Zug hier durchkriegen und dann unseren Fieldspell zielen. Weil ich meine, so schwierig sollte es jetzt nicht sein, den Spirit Dragon zu reviven. Würde ich eigentlich meinen. Na, er kann jetzt dann wahrscheinlich auf den Borrow Load gehen, oder? Nein, der braucht drei Materialien. Aber der hat auch noch nicht genommen mit. Doch, nee, der hat noch nicht genommen mit. Nö, das ist richtig. Also wenn er noch was normal, dann kann er auf den Borrow Load gehen, das ist richtig. Er hätte aber einfach gleich auf den Borrow Load gehen können, wenn er statt Decode Talker den Decode Talker einfach nicht geholt hätte und sich den Proxy Dragon auf dem, und sich den Goofy auf dem Feld gelassen hätte, nur die zwei Tokens weggelinkt hätte. Und dann jetzt das hier gemacht hätte. Was überlegt er denn jetzt so Ja, lange? pf, keine Ahnung, frag ihn. Hat er einen Disconnect? Ja gut, die Server haben vorhin schon mal rumgespackt. Vielleicht ist es wieder so. Also, meine Leitung ist stabil, laut Anzeige. Na, vielleicht sind es einfach wieder die Server. Ja, wie gesagt, die waren ja vor einer Stunde auch schon mal kaputt. Dann müsst ihr doch gleich rausfliegen. Ja. Ah, sehr schön. Okay, mal gucken, ob es jetzt klappt. Der Handtrap. In Second und haben ein gutes Blatt. Und Und der er legt auch auch. gleich los, wie es aussieht. Hat ein Kaiju discarded? Ja. Okay. Der ist jetzt, der ist ja. Sich seiner Lol. Sa. Wow. Ja, dann Terraforming. aktivieren wir. Ja, können wir machen. Wenn er eine Escher hat, die nehme ich gerne jetzt raus. Na, scheint's nett. Dann haben wir mal einen Tough. Ja. Da.
Dann ist er Tough, der einzige Spiral-Charakter ist, der keine dämliche Wirbelfrisur hat. Und damit irgendwie nicht Die Spiral Drohne auch heißen. nicht. Sorry. So, also, der wird wahrscheinlich Monsterkarten oben haben, wenn man das ja gerade eben abgeschmissen hat. Ja, oder Spell. Ja, beide. Ich glaube, Spell ist wahrscheinlicher sogar. Dann raten wir mal Spell. Ist ja egal, die Verdeckte stirbt so oder so. Wir müssen hier nicht richtig raten. Ja, das sehen wir zum Scouten hier. Unlucky? Wenigstens stirbt ein Goat. Nee, eigentlich nicht. Doch. Was war das jetzt? Das war ein Ultimately Mutated Insect. Was ist das für eine Karte? So, jetzt ist die Frage. Volle Gönnung oder nicht? Ich glaube, wir specialen jetzt einfach den Super Agent. Ich glaube, wir specialen jetzt einfach den Super Agent, aktivieren den Assault, latschen rein. Es ist ein Monster, okay. Ja, dann basteln wir jetzt mal einen Super Agent. Ja. Ah ja, wir hätten es auch gesehen, wenn wir... Ich glaube, die wollen wir ashen, oder? Also, wenn wir die ash... Wenn er sie jetzt zieht, ist nicht, was oben liegt. Für den Doppelhelix. Abgesehen davon, dass er mit Doppelhelix dann nochmal Karten zieht. Und wenn wir dann einfach so passen, dann ist das Resort weg, was auch ungeil ist. Nee, dann ashen wir ihm das. Sag ich ja. Gamma kann ja nicht kommen. Sowas kann die jetzt. So, dann aktivieren wir mal den Assault. Da. Und rumsen dann mal in zwei von den Go-Tokens rein. Ja, angegriffen wird. Mhm. Weil ich meine, Schaden machen wir den Zug eh keinen mehr. Ja. Hi. Guter Draw. Mhm. So, und weiter geht's. Ja, dann bauen wir jetzt mal eine Helix. Die Insektkönigin liegt immer noch oben. Der Gestalt ist das hier keine Kunst. Außer hätte es eine Ash und oder ein Ogre. Okay, Ogre wäre uns wurscht. Also. Effektweiler ging ja noch, aber wahrscheinlich wird es ein Ash sein. Die jetzt auch durchaus Sinn machen würde. Also, ja. Sollte man jetzt schon abschmeißen, wenn man sie hat. Ja, eigentlich schon so, ne? Ja, sonst gehen wir plus 3. Mhm. Ja, mach's oder mach's nicht oder flieg raus. Das kann auch sein. Ah! Aha! Krass. Dann geht's ja weiter. Masterplan natürlich. Da. Ist die Frage, hat er nur lange überlegt oder hat der tatsächlich einen Disconnect gehabt? Das... Naja. Nicht, keine große Auswahl, also von daher. So, die Frage ist jetzt, was bauen wir ihm? Also wir müssen, also ich würde das Ding jetzt nochmal, jetzt noch weglinken ja, wollen. Ja, da haben wir nicht arg viel Auswahl. Also doch, haben wir schon, aber... Also Decode Talker wird es nicht. Nee. Eigentlich wird's, es macht der Gaia am meisten Sinn. Oder Trigate. Nee, der gibt ihm eine Zone. Ja, aber doch einen Effekt. Gut, wir kriegen nicht, wenn nichts in der Zone liegt. Ach ja. Ja gut, dann nehmen wir einfach den Gaia. Ja. Ist, glaube ich, egal. Ja. Hi. Was ist das denn jetzt?
Parasitenparanoid? Was tut der? You can touch world face up, man. You can only use. The equipment becomes insect. It cannot detect insect on sight. Negate. Alter, der hat uns hier negieren können. Wieso hat er den nicht vorhin gemacht? Nee. Negate its activated effect that target insect monsters. Ach so. Wow, ist das spezifisch. If this equip card is sent to the graveyard, you can special summon one. Ach so. Deswegen ist der spezifisch, weil der ein bisschen gut ist, wenn er stirbt. Ja, okay, dann stirbt er einfach nicht. Ja, dann stirbt er halt nicht. So, Sleeper. Oder? Können wir ihm einen bauen? Nee, wir haben keinen Last Resort, macht keinen Sinn. Kriegen wir auch nicht mehr raus. Doch, kriegen wir noch raus, oder? Ist ja nicht once per turn, die Scheiße. Also doch, aber nicht once, aber nur once per copy. Dann holen wir einen Sleeper. Also wir hätten ja eh noch ein neues Resort gekriegt, also dann ja. Ja. So, du. So, wie viele Spiral-Karten haben wir zum Grave? Genug, glaube ich. Ah ja. Ja, okay, easy. Ja. Dann sterben mal Tuff, Helix und Resort. Ja. Aber Masterplan hat actually noch ein paar Targets im Deck. Das ist richtig. Dann schießen wir ihm jetzt die beiden Token. Noch. Genau, die beiden Token über den Haufen. Nicht in Response. Jetzt schießen wir ihm jetzt die beiden Token. Und ganz sicher nicht das Viech da. Nein. Das mit dem sind wir gerade vollkommen fein. Dann setzen wir mal eine und sagen Go. Mhm. Und legen End of Turn wahrscheinlich die Ash wieder rein, würde ich sagen. Ja, wir legen End of Turn die Ash wieder rein. Das ist ja das Gute an Handtraps. So, also ja, der muss der zählt halt, der zählt halt weiter. Genau. Ja. Die Ash bitte. Mhm. Womit wieder 9 Handtraps im Deck sind. Ja. Das ist eigentlich so ein bisschen wie bei True Draco damals, ne? Mit dem Deck wolltest du auch nicht first gehen, weil du mit True Draco bist du erst dann plus gegangen, wenn du beim Tributen die ganze Zeit noch dem Gegner was kaputt geschossen hast. Was ist das denn? Lokalisierte Tunade. Ja, dann drehen wir mal in Response unsere Rescue um und dann wird die mal nicht gebounced. Ja. Machen wir auch gleich. Nehmen wir den Super Agent wieder auf die Hand, würde ich sagen. Nee, nur Activate. Okay. Okay. Wann kamen diese ganzen Karten raus? Ja, die kannte ich vom Prinzip her schon. Das hat eine faire Version von der Riesentronade zu machen. Ja, das juckt uns. Also, jein. Es stimmt halt der hier und damit der da. Die andere Frage muss ja lauten, was wollen wir jetzt intelligenterweise dagegen tun? Antwort, gar nichts. Ja, aber ein bisschen blöffen kann man ja. Weil hätten wir die Ashes nachgezogen, hätten wir jetzt noch eine Ash gehabt, hätten wir dagegen was machen können. Aber sei froh, ist ein weiterer Kaiju, der nicht auf seiner Hand ist. So, jetzt haben wir die Insektenkönigin davor durchgelesen. Was konnte die denn jetzt gleich wieder? Hab schon wieder. Aber ist da, glaube ich, nichts allzu Tragisches. Nee. So, jetzt können wir sie nochmal durchlesen. Also, cannot must be pressed by a while another. Das ist eine Planierraupe. Aha, das ist eine Planierraupe. If this card attacked, you can tribute one monster. This card can attack an opponent's monster again in a row. Aha. Wir haben immer noch einen Typ, der gleich viel Angriffspunkte hat und nicht im Kampf zerstört werden kann. Und überhaupt nicht zerstört werden kann, aber... Ich habe gerade im Kopf einfach nur dieses fette Meme, wo dieser eine Typ da steht. Cool Story, Bro. So. Nee. Hä, wieso können wir jetzt Sleeper nicht machen? Ich glaube, die hat noch einen Schutzeffekt gehabt, oder? Oder war es die da? Nee, die ganz links ändern. Dann die. Das sind nicht die Decken, nicht targeten cannot können. Be... Ja. Nee, können nicht zerstört werden, aber deswegen müssten wir eigentlich trotzdem Sleeper aktivieren können. Wollen wir es aber nicht, weil wir sie nicht zerstören können. Ja. Ja, ist ja auch wurscht, aber... Er will jetzt 2 Karten, dazu sage ich, bitte, komm her. Mhm. Oder? Nee, 3 sogar. Der krasser Scheiß. Oder was, nur eine? Nee, nur eine. Ach, nur eine? Nur eine? Hey, der hat nur eine gemillt. Okay, aber einen Taffenfriedhof nehme ich. Doom Dozer heißt die im Englischen?
So, okay. Aber trotzdem, warum konnten wir es lieber nicht machen? Weil der gar nicht targetet, sondern nur direkt zerstört und wir können nicht zerstören? Nee, er targetet erstmal den Gegner. Also er schützt vor Zerstörung, ja, aber nicht vom Targeten. Ah, kein Bock mehr gehabt. Ey, das war durch an dem Punkt. Wir hätten die ja angegriffen, dann die beiden über den Haufen geschossen, dann hätte er nichts mehr gehabt. Der Sleeper sagt nicht Mainface, oder? Nein. Once per turn, during either player's turn. Das wäre ja schlecht, wenn er das nicht könnte. Wir hatten den in dem Zug auch noch nicht benutzt, ne? Nee, wir hatten den Nee, einmal wir in, hatten wir hatten auf ihn die nur in Goals unserem geschossen. Zug. Ja. Ha. Also. Außer hier ist ein Schreibfehler und die soll eigentlich vor Targeten schützen. Das kriegen wir raus. Wie heißt die Ultimately Gold? Mutated Insect Queen. Warte, ich hab die hier gerade schon offen. Und Ich hab die hier gerade schon offen. in Google? Nein, auf Yu-Gi-Oh! Wiki. Ja, ich Ich hab doch auch. hier davon geguckt, welche Karte das ist. Cannot be destroyed by your opponent's cards. Effect. Also Also, your your opponent can. opponent cannot target them with card effects. Ja, steht auch da Ja, drauf. steht auch Wir da. können. Wow. Man hätte fertig lesen können. Okay. Dann haben wir nichts gesagt und es ist Ja. alles okay, weil der Kaiju ist auch ein Insekt. Ja. Okay. Ja. Wir sind bescheuert. Dann bis Haben morgen, wo uns. wir hoffentlich wieder ein Deck von euch haben. Bis dahin, ciao. Ciao. Ich hab's nicht mehr, 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 ich hab's nicht mehr